Dritter Platz im letzten Rennen. Da sind wir auch schon wieder zurück. Mit Folge, lasst mich nicht lügen, vorhin 7 und 8. Und jetzt ist die 29 an der Reihe. So, schnellste Runde habe ich mir natürlich noch geschnappt. Ein kleiner Trostpreis. Vier Runden, das auf einer Rennstrecke, allerdings auf einer ziemlich baufälligen Rennstrecke, wie wir gerade sehen konnten. Ups. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was ich mir für meinen. Oh! Okay. Jetzt erst gleich mal abseits der Strecke weiter. Ich habe gar nicht geguckt, was ich mir Schönes für meinen neuen Wagen leisten kann. Aber erstmal wieder Ray Carter begrüßen. Das gehört sich einfach so unter Freunden in jedem Rennen, wenn man sich trifft. Einfach mal kurz Hallo sagen. Ist eine nette Geste, die wir hier haben. Oh, da kommt Martinez noch an. Oh, da hänge ich aber fest. Und im Hintergrund hört man Yellow Card. Tolle Band, muss ich sagen. Vor allen Dingen diese Titel hier im Spiel. Durch Flutter 2 bin ich erst auf diese gekommen. Vor allen Dingen dieser Titel Briefing. Der hat's in sich. Gefällt mir. Vor allen Dingen noch diese Violine, die irgendwie ein Markenzeichen für Yellow Card ist. Gefällt mir sehr. Wenn ihr reinschnuppern wollt, dann Yellow Card, die Band suchen und dazu noch Briefing als Song. Kann ich nur wärmstens empfehlen. So, Platz 5 und alle sehr dicht beieinander. Da links fahre ich nicht lang, da kommt man blöd wieder raus. Wie man es vorhin beim Martinez gesehen hat. Die schieben wir doch hier runter. Sehe ich nichts. Ah, die stecken aber auch alle fest. Da kann ich ja beruhigt wenden. Da vorne sehe ich doch noch Reifenstapel. Die gehören mir. Alles meins, 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 meins. Checkbänden wird da ordentlich hergeschoben. Wenn es einen Spaß macht, warum nicht? Habe ich nichts dagegen. Zündung gestartet, Nitro rausgehauen und ab nach vorne. Sally Taylor mit diesem richtig schnellen Gefährt auf Platz 1. Ah, das habe ich schon kommen sehen. Da fahre ich schon so langsam. Martinez im Hintergrund, das kann ja nur blöde enden. Lass ich den mal unten lang fahren. Der Ray ist vor mir. Fliegen auch schön die Partikel vom Auto. Hier bleibt auch gar nichts ganz. Und da hat. Wow. Wer platziert denn hier solche explosiven Fässer? Da hat Sally Taylor Platz 1 erstmal verloren. Die Bulldozer-Wertung sollte mir gehören. Wenn sich da nicht irgendeiner einen Scherz mit mir erlaubt. Jetzt ist Sally Taylor sogar nur auf Platz 3. Wurde in der letzten halben Runde ein klein wenig durchgereicht. Da kommt Martinez raus, aber die bleibt hängen. Jetzt wieder die Chance für Sally Taylor. Und Kelly Jackson auch noch. Da wird man von drei Frauen verfolgt. Und was mache ich? Ich nehme Reis aus und davon. Na, jetzt sind es plus zwei. Entschuldigung, Markov. Und Platz 1 abgegriffen. Jetzt denke ich mal dran und ich schaue mal gleich mal nach, was sich das Upgrade-Lager so für mich alles parat hat.
1500 hier nochmal. Da habt ihr auch gerade mal kurz oben links den Song gesehen. Wieder Yellow Card Briefing. So, Nitro. Ach du Scheiße. Das ist 18.000, aber das bringt auch ordentliche Verbesserungen mit sich. Und da sage ich mir, da spare ich jetzt mal drauf. Allerdings zieht das auch ordentlich an Kraft. Da hamster ich meine wohlverdienten Punkte etwas. Und weiter geht's. Na, die Beschleunigung ist immer noch nicht so gut. Ich habe an dem Auto noch ordentlich zu verbessern. Oh Gott, Ricardo, Entschuldigung, jetzt habe ich dich ganz vergessen, mein Freund. Oh, ich krieg die Kurve aber auch nicht mehr. Au. Eine Rolle und direkt an die Leitplanke. Sah natürlich hübsch aus. Der Heck-Spoiler hat keinen Kratzer bekommen und nachträglich alles Gute, Ricardo. Gerade wie ein Strich. Der Heckflügel. Oh, jetzt nehmen die mir bestimmt wieder die schönen Schaufenster hier vorne weg. Oh, diese Schweine. Die sind aber meine. Oh, wie das nie drauf immer voll ging. So, Platz 1 und Martinez hier vorne. Oh, die Landung war aber miserabel. Jack Benton trifft aber auch das Tor nicht. Die Sonne steht aber auch ganz schön tief. Na, ich will hier endlich mal rumkommen. Jetzt klebt hier irgend so ein ziemlich blöder Zaun in mir. Schiebt den meiner raus. Oh, wie sieht denn das aus? Jetzt aber. Bin ich die Last endlich losgeworden? Hier stehen schon wieder die ganzen Strommasten schief. Und ein weiterer Titel von Yellow Card. Roof Landing on Holly. Boah. Das war eng. Ach, Mensch. Jetzt habe ich auch links und rechts jeweils einen kleinen Knick im Heckflügel. Auf solche Details muss man einfach achten. Auf sowas aber auch sollte man nicht mitnehmen. Und Ray Carter hat er sich gerade nochmal gerettet. War ein bisschen ungünstig, gerade hier an dieser Stelle Nitro zu geben. Hat mir jetzt zwar viel Nitro gebracht, allerdings bloß Platz 6 und ich bin dann schon in der letzten Runde. Ich bin Letzter. Jetzt aber schnell nach vorne. Nach vorne habe ich gesagt. Mann. Kein gutes Ergebnis, wie es jetzt scheint. Ich fahre gleich mal links rein, etwas abkürzen. Hier ist noch eine Scheibe übrig geblieben, die habe ich aber wieder nicht erwischt. Aber dafür was anderes da drin, das sieht nochmal ordentlich Nitro nach. Der Winkel ist viel zu spitz, Mist. Da behole ich höchstens noch Walker und das war's auch schon. Platz 5, so ein Mist aber auch. Vier Punkte Rückstand auf Martinez. Vier Runden sind es hier. Ich gucke mir nochmal das Klassement an. Dann habe ich drei Punkte vor Walker Vorsprung. Die beiden brauche ich eigentlich bloß im Auge behalten. Und Martinez, ey, das kann ja ein Rennen werden. Ich Platz 1, sie auf Platz 4 und schon gehört der Cup mir. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Erstmal vernünftig hier aus dem Start kommen.
Oder auch aus dem Grid, wie man schön im Rennsport sagt. Nitro ist schon mal voll. Kann ich auch gleich mal zünden hier auf dieser langen Geraden. Unser letzter Wagen hat 250 geschafft. Hier jetzt 232. Oh, oh. Lasst euch nicht stören, ich bieg mal hier ab. Und wieder einmal Ray Carter sei gegrüßt. Klappt aber auch irgendwie in jeder Runde. Aber ich schätze mal, ich habe hier so mit jedem Kontakt. Ich weiß auch nicht, warum ich mir gerade Ray Carter für sowas ausgesucht habe. Scheint einfach sympathisch zu sein, der Junge. Wahrscheinlich auch, weil er mich vorne nicht so ärgert, also in Sachen Positionskampf, der ist ja meistens eher weiter hinten anzufinden. Und da ist er mir wahrscheinlich etwas sympathischer als irgendein anderer. Oh, wer stellt denn auch so eine... Wer fängt überhaupt eine Leitplanke an? Jetzt hänge ich hier auch noch. So wird das nix mit Platz 1 im Cup. Der hellblaue wieder. Tschüss. Bis später. Rausgecrashed. So, etwas lupfen hier beim Einfahrt in die Kurve. Platz 4. Martinez ist aktuell auf Platz 3. Wenn ich an allen vorbeifahre, ist die auf Platz 4. Diese Theorien in diesem Rennen wieder. Mann, 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 Mann. Keep up your muscle. Habe ich das richtig verstanden? Habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht richtig verstanden, denn die Musik ist bei mir in der gerenderten Folge dann noch etwas leiser, denn ich will ja keine Probleme mit irgendwelchem GEMA-Zeugs oder so bekommen. Jetzt muss ich aber nach vorne kommen. Ich schätze mal, Jason Walker ist auf Platz 1. Eieiei. Komme ich hier durch? Nee. Wäre auch wieder zu schön gewesen. Mist, Mist, Mist. Geht mir ja gehörig gegen den Strich, nicht zu gewinnen. Ja, wie schon gesagt, Jason Walker fährt ja auf Platz 1 rum und ich hebe auch noch ab. Komm, zurücksetzen. In der letzten Runde kann ich mir ein Zuschauen bei solchen Pioretten nicht erlauben. Ja, eine Fehlzündung könnte man das nennen beim Nitro. Jetzt haust du ab. Na, vielleicht kann es doch noch was werden. Aber Walker hat nur noch eine Kurve vor sich. Und ich schiebe auch noch Benton zur Seite. Äußerst ungünstig. Denn dadurch kommt Martinez wieder vor. Und ich scheitere einfach nur knapp. Und krieg auch noch einen mit, ey. Na, danke. Den Cup habe ich leider nicht gewonnen. Aber dafür mächtig Punkte abgesahnt. 2 Punkte dahinter. Oh, Walker hätte mich noch beinahe überholt. Da war dieser zweite Platz noch ziemlich wichtig. Oh, und Baseball steht an. Das nehme ich noch mit. So viel Zeit muss natürlich noch sein. Den Stern gilt's zu treffen. Und in einem guten Winkel schön weit ins Feld zu schleudern. Also den Dummy. Allerdings muss ich noch an diesem Baseball hier vorbei. Ich habe noch keine Ahnung. Das war eindeutig zu hoch. Gibt nur 4 Punkte. Und keine weiten Punkte. Ich muss erstmal wieder den richtigen Winkel herausfinden. Um die 20 Grad schätze ich mal jetzt. War ja gar nicht so schlecht. 28 Grad. Dann kurz nachher
Nachgesetzt. Wenn ich außerhalb der Zäune da hinten komme, dann gibt es natürlich einen Home Run. Besonders viele Punkte dazu. Aber muss man erstmal erreichen. Habe ich jetzt mal 30 Grad. Ah, schon deutlich besser. Einen Sprung habe ich mir noch aufgespart. Und ich komme sehr nah an den Zaun, aber ich bleibe davor. Schade. Das sollte aber Platz 1 sein. Jawohl. 5 Punkte Vorsprung. Das nenne ich doch nach diesem etwas versäumten Cup aus der letzten Runde einen versöhnlichen Abschluss. Und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.